Hallo euch allen, das sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle der Woche. Und zwar treten wir an in Cincinnati im Jungle gegen die Bengals. Und der Kick ist bereits unterwegs. Sanders mit dem Return, der hat da eine Mörderlücke auf der linken Seite. Untouched from coast to coast. Das ist ein Kick-off-Return-Touchdown von Deion Sanders. Mit der allerersten Aktion hier im Spiel. Ja, also das nenne ich mal souverän. Da rennt er, der Deion. So, der Kick ist auch unterwegs. Der ist auch gut. Ja, und schon steht's 7:0 für die Cowboys nach 10 gespielten Sekunden. So, wir kicken jetzt den Ball zu den Bengals. Ich hoffe mal nicht, dass die hier gleich genauso antworten. Nein, der Ball geht viel weiter in die Endzone hinein. Kneel down heißt erster Versuch und 10 für Cincinnati an der eigenen 25-Yard-Linie. Ja, natürlich, wir sind in der AFC. Da ist der Quarterback John Elway, Mr. Denver Bronco, jetzt im Dress der Cincinnati Bengals. So, dann stellen wir unsere Defense mal ein. Das Tackling auch mal ruhig auf aggressiv. Vielleicht schaffen wir es ja, einen Fumble zu provozieren. So, erster und 10. Ich bin auf die Marcus Lawrence. Wir versuchen direkt einmal Elway zu blitzen. Aber schön abgewehrt. Jeff Heath kann den Ball abschlagen. Zweiter Versuch und 10. Ball an der 25-Yard-Linie. Lauft durch die Mitte. Xavier Woods kann hier den Tackle machen, aber das ist ein dritter Versuch und 3. Da sahen wir aber gerade in der Laufverteidigung mal so überhaupt nicht gut aus. Dritter Versuch und 3. Und der ist fast intercepted von Jalen Smith. Kann den Ball zuerst tippen. Kann ihn aber dann nicht kontrollieren. Aber trotz alledem ist es ein 4. und 3. Also wir schicken die Bengals mit einem 3 and out. Direkt wieder vom Feld. Sanders nimmt den Ball auf an der eigenen 20-Yard-Linie. Der Return ist unterwegs. Und geht bis über die Mittellinie. Der Ball ist an der 48-Yard-Linie der Bengals. Erster Versuch. Und 10. Ball Carrier auf aggressiv. Und wir wollen erstmal sehen, dass wir Yards am Boden gut machen, weil es ja doch immer die sichere Variante ist. Elliott durch die Mitte. Eddie George ist als Vorblocker unterwegs. Und immerhin bis an die 41-Yard-Linie. 7 Yards bei diesem ersten Laufversuch haben wir gut gemacht. Wir bleiben beim Lauf durch die Mitte. Nehmen jetzt aber den Inside Zone. Das heißt, ohne Vorblocker gehen wir über die rechte Seite. War aber leider alles zu in der Mitte, aber außen war dafür alles offen. Das ist ein neues First Down an der 27-Yard-Linie für die Cowboys. Oh, das sieht nicht gut aus für Cincinnati. Man erkennt hier relativ schnell so eine leichte Tendenz und die spricht momentan nicht für die Bengals. So, wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Ich achte links auf Keyshawn Johnson. Wir gehen auf unseren Tight End. Incomplete. Stark verteidigt vom Middle Linebacker. Ja, Ryan Shazier. So, jetzt haben wir einen 2. und 10. Dann geben wir den Ball mal wieder an die Abteilung Laufspiel ab. Elliott ist schon wieder auf dem Feld. Boah, da war ein Spin-Move, der gar nicht notwendig war. Kommt bis an die 21-Yard-Linie. Also wir sind ganz kurz vor der Red Zone und haben jetzt einen 3. Versuch und 4. Dann nehmen wir den Drive-Through-Corner. Wir schicken Terrell Owens auf der rechten Seite in Motion. Der wird auch bei der Hauptanspielstation sein. Ich achte auch mal auf Swaim, ob der sich vielleicht auch lösen kann. Das kann er leider nicht. Oh, da haben sie aber sehr gut verteidigt, die Bengals. Tja, 4. und 14 von der 31.
Da ich momentan noch nicht weiß, in welche Richtung das Spiel geht, nehme ich erstmal das Field Goal mit. Kick ist unterwegs, der sieht gut aus, jawohl. Damit haben wir ein 10:0 im ersten Quarter erstmal auf dem Scoreboard. Also da haben sie aber wirklich gegen den Drive-Thru-Corner gerade verdammt gut verteidigt. Habe ich selten gesehen. Da waren wirklich alle Möglichkeiten waren gut abgeschirmt. Tja, dann auch noch Druck auf den Quarterback ausgeübt. Also alles richtig gemacht in der Defense. Jetzt muss halt nur auch die Offense der Bengals einmal nachziehen. Erster und 10. 31 Sekunden haben wir noch im ersten Quarter. Laufversuch durch die Mitte. Leighton Vander Esch ist da. Wir haben einen zweiten Versuch und 9. Die letzten 10 Sekunden laufen bereits. Und das ist ein Sack. Jalen Smith kommt durch. Und mit diesem Spielzug endet auch schon das erste Viertel. Das heißt, wir gehen rüber ins Schlussviertel. Wir haben einen dritten und 16. Der Ball ist an der 19-Yard-Linie. Das sieht schon wieder stark nach einem weiteren 3-and-out aus für die Bengals. Vollständiger Pass, aber ein sehr schöner Tackle. Jeff Heath ist da. Damit haben wir einen vierten Versuch und 16. Bengals müssen punten. Der Ball kommt an der 32-Yard-Linie herunter. Sanders ist schon wieder unterwegs. Schöner Spin-Move und da ist die Seitenlinie leider zu nah. Erster und 10 an der 40-Yard-Linie. So, wir laufen wieder. Ezekiel Elliott, aber ich nehme mal die linke innere Seite. Elliott wühlt sich da ein bisschen durch, kommt bis an die 36-Yard-Linie. Also in der Defense, da habe ich schon deutlich schwächere Auftritte von einigen Teams hier gesehen. Das machen die Bengals eigentlich gut. Bis dato hängt halt nur die Offense hinterher. Wie gesagt, ich hätte den Lauf über die Außen bekommen, aber der war keiner. Also bleiben wir bei dem Inside Zone. Ohne Vorblocker geht es über die rechte Innenseite. Da war schon wieder, also sehr gut, was die hier gegen den Lauf machen, die Bengals. Ich glaube, ich werde mal versuchen, ein bisschen mehr zu passen. Aber jetzt sind wir, glaube ich, schon beim Two-Minute-Warning. Da werden wir keinen Spielzug mehr hinbekommen. So ist es. Die offizielle Auszeit, das Two-Minute-Warning, zeigt an, wir haben noch 2 Minuten zu spielen hier in der ersten Halbzeit. So, wir haben einen dritten und 7. Wir nehmen die Double Slants, heißt linke Seite Owens und Johnson, rechte Seite Cooper. Alle gehen auf Slant Routes. Ich rufe meinen Tight End noch als Blocker zurück, damit ich hier ein bisschen mehr Zeit habe. Und auch hier, also das ist bombig verteidigt. Ich kann den Ball nur wegwerfen. Der Ball ist an der 37. Das ist für ein Field Goal ein bisschen lang. Also 54 Yarder. Ungern. Gehen wir in die 4 Verticals. So, ich halte mir hier jetzt die Option offen, mit Prescott selber zu laufen. Wir sind hier in Anführungszeichen nur 7 Yards. Wir schauen mal, was mein Tight End macht. Und Prescott hat ein neues First Down, slidet ab. Oh, da hat aber sehr, sehr viel Raum gehabt. 14 Yard Raumgewinn. Da haben die Bengals stark nach hinten verteidigt, aber vorne den mobilen Quarterback namens Prescott vergessen. Erster und 10 an der 23-Yard-Linie. Wir laufen mit Zeke Elliott über die Mitte. Haben ein neues First Down. Schöner Juke-Move. Und der Ball ist an der 11-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, die Uhr läuft weiter. Ist ja gar nicht schlecht, wenn wir hier Zeit von der Uhr nehmen. Die zweite Halbzeit wird ja nachher von uns eröffnet per Kickoff. Das heißt, die Bengals kommen mit der Offense zuerst. Und da wäre es mir schon recht, wenn wir da noch ein paar Punkte oben drauf legen. Zweiter und 10, das war mal gar nichts. Wir nehmen den Texas. Da sind wir ja eben schon mal mit gescheitert, mit dem Pass über die Mitte auf Jarwin. Johnson ist außen
raus aus der Nummer. Der wird direkt an der Scrimmage gedeckt. Wir gehen auf unseren Running Back und der kann den Ball nicht festhalten. Der wird intercepted. Das ist ja nicht zu glauben. Also die Defense der Bengals, meine Güte, die performt hier aber mal richtig gut. Wir haben das erste Turnover im Spiel und Cincinnati kommt an der eigenen 20-Yard-Linie. Die nimmt noch 38 Sekunden und 3 Auszeiten. Wieder mit der Offense aufs Feld. Jetzt müsste sie punkten. Genauso starten sie. Erstes Timeout genommen. Hier ist Marvin Lewis noch der Head Coach bei den Bengals. Ist er ja mittlerweile nach 12 Jahren nicht mehr. So, 2 Auszeiten hat Cincinnati jetzt immer noch zur Verfügung. Oh, der war schwach. Ganz schwacher Ball von Elway. Der ist 1 von 5. Also das sieht nicht gut aus. Zweiter Versuch und 10. Ball an der 31-Yard-Linie. Vollständiger Pass und ein Wunder. Ein Incomplete Pass sogar. Xavier Woods räumt da gnadenlos ab. Wir haben einen 3. und 10 von der 31-Yard-Linie. Die Bengals machen das nicht gut. Und das ist ein Sack. Und ich nehme nochmal eine Auszeit. Weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Vielleicht können wir die Bengals auch mal mit langen Pässen attackieren. Das haben wir jetzt ja so noch gar nicht probiert. Aber erstmal kommt nochmal Deion Sanders wieder. Mit einem Return. Das wird nicht besonders weit gehen. An der 44-Yard-Linie ist bereits Schluss. So, wir haben noch 12 Sekunden auf der Uhr. Ich würde gerne einen weiten Ball gehen. Fade Smash. Ja, das ist eigentlich nicht so prall. Dann nehmen wir die 4 Verticals dann doch. So, ich achte mal. Links auf Terrell Owens, rechts auf Amari Cooper. Und je nachdem, wie sich der Strong Safety verhält, auch noch auf Keyshawn Johnson, der im Slot unterwegs ist. Und der ist im Slot und der ist alleine. Der lange Ball auf Keyshawn Johnson, das ist ein Touchdown für die Cowboys. Oh, da haben sie aber ganz mies verteidigt. Da haben sie den Strong Safety nach innen gezogen. Und da war in der Mitte alles frei für Keyshawn Johnson. Wenn ich noch 12 Sekunden auf der Uhr habe, man eigentlich genau weiß, dass das andere Team nur mit einem langen Pass hier aufgrund der restlichen Zeit nochmal handeln muss, dann kann ich nicht so eine Defense spielen. Also das war eine ganz miese Entscheidung von Cincinnati. So, 6 Sekunden haben wir noch und damit steht es jetzt 17:0 und das ist eigentlich ein positiveres Ergebnis, als der Spielverlauf es eigentlich hergibt. Kneel down. So, 6 Sekunden hat Elway noch. Vielleicht wirft er auch nochmal eine Passbombe. Nur wir werden uns darauf einstellen. Cover 4 Quarters, also wir ziehen unsere Jungs hier weit zurück. Erster Versuch und 10. Aber das gibt nichts mehr. Das ist schon die eigentlich die Victory Formation. Also die Bengals gehen aufs Knie, die Uhr läuft runter. Und es steht 17:0. Und wie angekündigt eröffnen wir mit dem Kickoff die zweite Halbzeit. Der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Bengals. Wir sehen da Kneel down. Und einen ersten Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie für Cincinnati. So, wir blitzen weiter mit dem Under Smoke. Ja, 17 Punkte Rückstand ist ein 3-Score-Game. Die Bengals müssen dreimal scoren. Das heißt, sie müssen bei dem Drive hier unbedingt punkten. Machen sie das nicht, ist das Ding eigentlich so durch wie gelutscht. Dann geht hier nichts mehr. Zweiter Versuch und 8 an der 27-Yard-Linie. So, beide Safeties kommen nach vorne. Nate Fandash räumt da alles ab. So, Under Smoke. Dritter Versuch und 6 von der 29-Yard-Linie. Also schon wieder direkt ein dritter Versuch. Ein einziges First Down. Und jetzt gibt das höchstwahrscheinlich eine False-Start-Strafe gegen die Bengals. Genauso ist es. Nochmal 5 Yards obendrauf, heißt dritter und 11.
Also wie gesagt, wenn die Offense nur halb so gut wie die Defense spielen würde, außer bei langen Pässen, dann, dann würde hier in dem Spiel echt noch was gehen. Ich bin auf mein End gekommen. Vollständiger Pass, da kam Byron Jones ein bisschen zu spät. Das ist ein 1. und 10 an der 46-Yard-Linie, 4 Yards vor der Mittellinie. Also bis dato ist das die beste Feldposition, die die Offense der Bengals hier im Spiel vorzuweisen hat. 1. und 10. Lauf durch die Mitte, weggeholzt von DeMarcus Lawrence. 2. Versuch und 11. Wir blitzen mit dem Overstorm Brave. Und ein neues First Down. Der Ball ist an der 40-Yard-Linie. Auf einmal findet John Elway hier seine Anspielstation. Bis jetzt wirklich der beste Drive der Cincinnati Bengals hier im Spiel. Oh, schwache Tackle-Versuche. Da haben wir großes Glück, dass er vom letzten Cowboys-Verteidiger noch am Fuß erwischt wurde, sonst wäre der Running Back der Bengals hier durch gewesen. 2. und 4, der Ball ist an der 34-Yard-Linie, also die Bengals sind in Field Goal Range. Sind gerade übelst auf den Hard Count hineingefallen von Elway, aber hier wieder ein wunderbares Play von James Smith vom Middle Linebacker. Wir haben einen 3. Versuch und 4 von der 34-Yard-Linie. Und, oh, schwer unter Druck, aber er bringt den Ball noch an. Jetzt haben wir einen 4. Versuch und 5. Und die Bengals schicken ihre Field Goal Unit aufs Feld. Das sind 52 Yarder. Also das ist schon eine Nummer. Der Ball ist unterwegs. Und geht gegen den Goalpost. Nicht gut. Au, oh, das ist bitter für Cincinnati. Ein so guter Drive. Keine Punkte. Nur noch 13 Sekunden zu spielen im 3. Quarter. Und wie gesagt, 17 Punkte Rückstand. Laufspiel, Elliott durch die Mitte. Da ist alles zu. Dann weichen wir doch mal über die Außen aus. Da wird er uns ausgedrängt an der 46-Yard-Linie. Wir sind schon wieder über der Mittellinie. Und jetzt mal ein Lauf über die Außen. Aber das gibt, glaube ich, nichts mehr, weil die Sekunden tickern hier schon runter. Nein, das gibt kein Spielzug mehr. Das 3. Quarter ist vorbei. Und wir gehen rüber ins Schlussviertel. Halfback Stretch heißt Lauf über die Außen. Über Zeke Elliott. Es geht über die rechte Seite. Oh, da brechen die Blocks aber sehr schnell zusammen. 2 Yards Raumgewinn, 2. Versuch und 8 von der 44. Probieren wir noch mal einen kleinen Trinkspielzug. Wide Receiver Quick, das heißt Terrell Owens ist jetzt gleich unser Running Back. Bekommt den Ball von Prescott zugesteckt. Und Terrell Owens ist unterwegs. Das ist ein neues First Down. Macht einen schönen Spin-Move, noch einen Spin-Move. Und das ist ein Rushing TD durch Terrell Owens. Das ist mal eine Nummer. Ein 44-Yards-Touchdown. Run. Wohlgemerkt, nicht Catch. So, jetzt steht jetzt hier 24:0 und ich glaube, damit dürften auch die letzten Hoffnungen der Bengals auf ein Comeback ziemlich geplatzt sein. Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone von Cincinnati. Kneel down, kein Return. Heißt 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir blitzen mit den Linebackern. Erster und 10. Vollständiger Pass und ein sehr schönes Tackling. Walls ist da sofort da. Das war Xavier Woods, Entschuldigung.
So, wir blitzen mit den Safeties. 2 und 8, wir nähern uns schon dem Two-Minute-Warning. So, Earl Thomas und Xavier Woods kommen beide aufs Feld und das ist ein First Down. Akan Watts hinten nur noch zugreifen. Ja, ich habe mir endlich Earl Thomas holen können. In dem Free-Agent-Paket. Und dort kann man ihn ja jedem Team zuweisen. Damit ist er ein Cowboy. Bekommt den Champ-Bonus mit oben drauf und den Coach-Bonus oben drauf. Also, das passt schon. Erstmal um 10 an der 41-Yard-Linie. Oh, das ist eine Flagge. Schon wieder die Marcus Lawrence. Da darf man nicht mehr rangehen als End. Ja. Ich weiß, es tut mir leid. Immerhin gab es diesmal nicht wieder irgendeine Interception oder eine Pick Six, die beim letzten Mal. Aber das ist echt eine sehr blöde Strafe. Erster und 10 jetzt an der 44-Yard-Linie für Cincinnati. Wir sind bereits in den letzten 2 Minuten 1:55 nur noch zu spielen. Vollständiger Pass. Oh, ein schwacher Tackle-Versuch von Earl Thomas. Erster Versuch und 10 an der 22-Yard-Linie. Julian Edelman mit dem First Down. So, wir haben einen ersten und 10. Der war stark verteidigt von Earl Thomas. Es geht doch. So, zweiter Versuch und 10. Ball ist an der 22-Yard-Linie. Und ein wunderbarer Sack. Leighton Van Der Esch kommt da durch. Das ist für die Bengals jetzt ein 3. und 18 von der 30-Yard-Linie. Oh, da habe ich auch gezuckt, muss ich gestehen. Da bin ich gespannt, was die Judges sagen. Es ist wieder ein False Start. John Elway, der Meister des Hard Counts, sorgt aber eher dafür, dass seine eigenen Teamkameraden hier die Fehler machen. Es sind ein 3. und 23 von der 35-Yard-Linie. Marvin Lewis ist da nicht mit einverstanden. 3. und 23, also 1:30 sind hier noch auf der Uhr. Elway unter Druck und geht zu Boden. Die Marcus Ware mit dem Sack. Der Ball ist an der 43-Yard-Linie, also an meiner. Deswegen schicke ich mein Punt-Safe-Team aufs Feld. Das ist ein Sky-Kick. Ich habe, ehrlich gesagt, so schnell die Taste für den Fair Catch nicht finden können. 1. und 10 an der 15-Yard-Linie. Wir haben noch 1 Minute und 18 Sekunden auf der Uhr. Ich glaube nicht, dass Cincinnati jetzt nochmal anfangen wird, hier wild seine Auszeiten zu nehmen. Wir laufen mit Elliott über die linke äußere Seite. Wichtig ist, in Bounce bleiben. Zeit von der Uhr nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist immer noch auf den Beinen und kommt bis an die 44-Yard-Linie. So, neuer 1. und 10 für die Cowboys. Die letzte Spielminute hat jetzt begonnen. Lauf über Elliott über die rechte Seite diesmal. Und da ist... Oh Gott, ist das eine Lücke. Elliott sprintet Richtung Endzone und jumpt hinein. Das ist der Touchdown für die Cowboys. Ja, die Bengals, das war ein, da kam keine Unterstützung von der Offense und da bricht dann irgendwann auch eine Defense. Aber mal so komplett auseinander. 31:0, 49 Sekunden vor dem Ende. Elway kommt also nochmal aufs Feld. Und mit Elway natürlich die Offense der Cincinnati Bengals. Kick geht bis in die Endzone. Kneel down. Erster Versuch und 10. Schöner Tackle hier aber von Earl Thomas. Der hat wunderbar funktioniert und das gegen Julian Edelman.
Der beginnt hier als Wide Receiver mittlerweile auch bei jedem Solo-Battle-Gegner. 2. und 5. Letzten 30 Sekunden laufen. Johnson geht in Motion. Das war gar nicht eben. Ich nehme alles zurück. Vollständiger Pass, schöner Tackle von Deion Sanders. Und jetzt nehmen die Bengals doch noch ihre Auszeiten. Also die Hoffnung, zumindest noch ein paar Punkte zu erzielen, treibt sie hier dazu, ihre zweite Auszeit zu nehmen. 3. und 2 von der 33-Yard-Linie. Und das ist eine Interception. Getippter Ball. Leighton Van Der Esch ist da. Für mich Man of the Match. Ich glaube, 2 Sacks, die er geleistet hat. Jetzt hier die Interception. Ein Riesenspiel vom Linebacker der Cowboys, vom Rookie Linebacker. 1. und 10. Laufspiel über die. Ah, wir laufen doch über die linke Seite. Also meine beiden Wide Receiver stehen, die auch noch blocken. Und Elliott ist schon wieder unterwegs. Der Sprung in die Endzone und er legt noch einen oben drauf. Jetzt ist es ein Debakel für Cincinnati. Der Kick ist auch gut. 38:0 führen die Dallas Cowboys gegen die Cincinnati Bengals. Also das ist schon, es ist deutlich zu hoch. Aber man sieht, im Schlussquarter, da lässt dann auch, glaube ich, irgendwo danach die Kraft irgendwo danach in der bei der Defense der Cincinnati Bengals. 1. und 10. So, wir blitzen mit den Linebackern. Vollständiger Pass. Nein, denn ein knallharter Hit schlägt den Ball wieder frei. Wir bleiben bei den Blitzen mit durch die Middle Linebacker. 2. Versuch und 10. Wir haben noch 10 Sekunden zu spielen. Incomplete Pass von Elway. 3. und 10. Jetzt gehen sie in eine Hail Mary Formation. Aber kann ich nicht sagen, dass sie sich hängen lassen. Die Bengals probieren hier auf jeden Fall alles, um zumindest noch aufs Scoreboard zu kommen. Und das ist eine Interception. Deion Sanders hat das Ding. Und die Cowboys kommen doch nochmal aufs Feld. Mit sage und schreibe eine Sekunde auf der Uhr. An der Mittellinie, an der 50-Yard-Linie sind wir. So, kommen wir laufen noch einmal mit Eddie George. Das ist über die rechte äußere Seite. Oh Gott, der hat eine Lücke. Gut, Eddie George ist jetzt nicht Ezekiel Elliott. Aber der kommt auch noch in die Endzone. Oh mein Gott. Also die... Bei den letzten 3 Laufversuchen haben die Cowboys jeweils einen Touchdown. Also da war es, glaube ich, so mit den letzten 4 beginnen. Mit dem Rushing TD von Terrell Owens. 45:0. Meine Güte. Armes Cincinnati. Jetzt wissen wir, warum Marvin Lewis dort kein Head Coach mehr ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.